Reeperbahn kommt.
Basilisk, er ist fertig. Lust auf eine Spritztour? Klar, bin bald da. Verdammt, wie? Er ist genial! Ich kann's hören. Mehr Zeit hätte, dann würdest du... Alles bereit? Hey, wie? Nein, noch nicht. Carol muss noch überprüfen, ob Militech irgendwelche Eis hinterlassen hat. Sind keine Konzerne gekommen, um den Verlust zu melden? Nein. Wir haben es geschafft, sie von unserer Fährte zu locken. Wir haben die Trucks mit den großen Konzernlogos am Raffenlager abgestellt. Quasi die brennende Tüte mit Hundescheiße vor ihrer Haustür. 2.0, versteht sich. Scheiße. Der sieht ja aus, als käme er frisch aus dem Konzernkrieg. Gefällt mir. Alles in Ordnung. Wir sind sicher. Und Saul? Was ist mit ihm? Fürs Erste nichts. Wir kommen uns einfach gegenseitig nicht in die Quere. Also will er keinen Familienrat zusammenrufen? Und ob er das will. Er hat nur vor, mich noch eine Weile im Dunkeln zu lassen. Ich wollte schon immer mal so ein fettes Teil fahren. Wie all die naiven Idioten, die an der Front gelandet sind, mussten nicht mal rekrutiert werden. Man hat ihnen einfach nur die Tech gezeigt. Na los, steig ein. Ist alles fertig. Ja, ich bin so ein Ding gefahren. Ein Monster, keine Maschine. Mhm. Mhm. Genau. Ich bin selber gefahren. Okay. Und wann würden wir aufbrechen? Und los geht's! Zieh am besten den Kopf ein. Verdammt! Ist er vorhin bei den anderen angesprungen? Vielleicht solltest du... Ich hab alles im Griff. Eine Sekunde. Nicht das neueste Modell, aber Mitch und Bob haben getan, was sie konnten. Und? Was sagst du? Naja, immerhin weiß ich jetzt, warum man die Teile Särge nannte. Du steuerst direkt von deinem Sitz aus. Du musst dich nur verlinken. Was? Keine Knöpfe, Tasten oder Blinke-Dinger? Nein, gar nichts. Die Impulse werden direkt an deine Großhirnrinde gesendet.
Der Basilisk wird quasi ein Teil deines Körpers. Wie ein mystisches Einssein. Und was macht der Co-Pilot beim mystischen Einssein? Gibt Unterstützung? Sag ich dir, wenn wir weiter weg sind. Wir werden ein bisschen üben. Okay, für volle Funktionalität im Gefecht braucht man eine zweite Person, um die sensorische Überlastung zu regulieren. Ein Pilot steuert, der andere übernimmt das Schießen. Ist echt angenehm. Wirst schon sehen. Okay, so sollte es gehen. Erst ein Testdurchlauf. Ich trenne die Verbindung. Braucht er nicht zwei Piloten? Wenn du gleichzeitig steuern und schießen willst. Bist du bereit? Panam, sag mal, soll das so sein? Neurale Synchronisation dauert einen Moment. Sollte gleich besser werden. Siehst du? Okay, langsam raff ich, was du meinst. Wärm dich auf. Keine Angst, ich bin noch weg. Was zur Hölle machst du? Dreh sofort um, sonst übernehme ich das Steuer. Geschmeidig, wie ein Boot. Mhm, er gleitet über alle Hubbel, jedes Terrain. Fahr zu diesem Wrack. Okay, ich merke, die wird langweilig. Jetzt fahr mal an diesen Turbinen lang. Zieh rechts oder links vor der letzten rüber, wenn ich es sage. Okay. Links. Naja. Nochmal. Rechts. Ja, genau so geht das. Gezeichnet. Jetzt lass uns schießen. Halt an und ich aktiviere das System. Was ist denn im Angebot? Erwarte nicht zu viel. Der Basilisk ist immer noch ein Frachter. Aber du wirst trotzdem auf deine Kosten kommen. Also gut. Schieß auf diese Wracks. Gut. Die fahren nirgendwo mehr hin. Volltreffer! Okay, genug geübt. Gut, jetzt verbinde ich mich. Könnte sich seltsam anfühlen. Das heißt? Basilisk-Piloten müssen vollständig synchronisiert sein. Unsere Nervensysteme werden miteinander verbunden. Okay. Als hätte man zwei Einzelzimmer gebucht und stattdessen ein zu enges Doppelbett bekommen. Okay, versuchen wir es. Scheint, als würde ich dich besser kennenlernen als geplant. Also gut. Am Anfang könnte es ziemlich schwierig sein. Mach dich auf sensorische Rückkopplung durch die Systempaarung gefasst. Im Gefecht gewöhnt man sich wohl dran. Mhm. Gut, ich fange an. Wir müssen ins Lager zurück. Entrotten! Eine ganze Horde! Bereit zum Kämpfen! Katak! Geh auf, Storm! Diese Bastarde! Mach dich artig! Von dort an attackiert es dich! Wir fahren direkt zum Lager. Die Familie braucht uns. Wir sind fast da. Wollen wir mal.
Bitte was? Ich hätte es ja gerne zeremonieller gemacht, aber gut, wie du willst. Ich lag falsch. Du hattest recht. Das ist die Wahrheit. Auf dass es nie wieder passieren möge. Aber ich mach doch ständig Ärger. Du hast gesagt... Ich weiß, aber Meinungen ändern sich. Du hast für die Familie alles riskiert, obwohl du nicht wusstest, wie es für dich ausgeht. Okay. Na gut, von mir aus. Aber vieles wird sich ändern müssen. Ja, und als erstes müssen wir diesen Ort verlassen. Und zwar schnell. Militech darf uns nicht finden. Natürlich. Ich bereite unsere Route vor. Ich gratuliere. Dreckige Entscheidung. Ich hab nein gestimmt. Danke, danke. Ich muss erst mal runterkommen, glaube ich. Kommst du mit mir? Ein interessanter Tag. Ich fühle mich, als wäre ich knapp einem Zug ausgewichen. War ziemlich knapp. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, glaube ich. Ach, hör auf. Nee, echt. Wir sind dir was schuldig. Du kannst auf die Aldekaldos zählen. Jederzeit. Gut zu wissen. Niemand an der Bar. Find ich gut. Bier? Limonade? Ein Bier für mich. Auf Happy Ends. Unsere Abenteuer werden mir fehlen. Mir auch. Andererseits, wer sagt denn, dass das unser letztes war? Wie? Sieh dich um. Guck sie dir an. Sie könnten deine Familie sein. Panam, was willst du damit? Bleib im Lager. Bei uns. Hör dich ja gern, Panam. Wirklich. Mhm. Und jetzt kommt das große Aber. Ich kann nicht. Nicht jetzt. Ich muss erst ein paar Dinge regeln. Schon okay, Vi. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich dachte nur... Ah, vergiss es einfach. Wieso das? Ich will nicht, dass mein Hirn gerüstet wird. Der Cyberspace war noch...